Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich habe was gelesen im Internet nach ein bisschen Recherche. Jetzt möchte ich das mal ausprobieren. Da stand nämlich hier, welches Programmmodul oder welche Programmmodule sind kompatibel mit diesem Brett? Hallo, Hein. Ich habe mein Mirage-Brett gefunden und habe ein paar Versuche gemacht. MM4. Deswegen habe ich das MM4 jetzt reingetan. Es funktioniert. Aber es gibt einen Unterschied zu Magnetsensorbrettern. Man muss den gegnerischen Zug auf dem Brett nicht eingeben, wie man es normalerweise auf einem Drucksensorbrett machen muss. Tut man es trotzdem, gibt es die Fehlermeldung im Display. Dann Roma 2 funktioniert nicht. Sensorbrett reagiert nicht. Vielleicht funktionieren weitere Roma-Module. MM2. Man kann nur den ersten Zug eingeben. Schwarz antwortet, aber man kann dann nicht mehr für Weiß weiterspielen. Sensorbrett reagiert nicht mehr. Im Rebell wie MM4. Ich meine, ich hatte den MM2 tatsächlich mal drin und ausprobiert. Und dann hat das aber nicht so gut funktioniert. Mal gucken. Also ich muss ja die Züge nicht machen. Tatsächlich. Dank meines fotografischen Gedächtnisses weiß ich aber nicht mal, wie es gestanden hat. Das ist ja interessant. Man kann also mit dem Mirage-Brett den MM4 betreiben. Das lässt mich schon mal sehr hoffen, dass der MM1 auch kompatibel sein wird. Weil ich habe mir den MM1 wieder bestellt. Ich will nämlich den So, Moment. Ich will nämlich den Mirage da raus machen aus dem Brett, weil der einfach nur das Problem hat, dass man. So, jetzt haben wir es aufgebaut. Nochmal Reset. Dass man das Brett nicht drehen kann. Das ist das Problem beim Mirage. Machen wir mal hier. Fangen wir mal eine Partie an. Und er hatte geschrieben, dass man die gegnerischen Züge nicht ausführen muss. Geht tatsächlich. Ach genau, er hat ja geschrieben, das muss man nicht machen, da kommt eine Fehlermeldung. Ein guter Lippo sich das nicht gemerkt hat. Ja, ist ja interessant. So, das hat er nicht mehr im Buch. Also MM4 Mirage ist kompatibel. Jetzt möchte ich mal was anderes noch ausprobieren, ganz kurz. Und zwar Brett drehen. Weil das ist ja wichtig beim Mirage. So, ich muss da seine Züge nicht ausführen. Das müsste jetzt, wenn es geht, dann müsste ich jetzt quasi. Stell dich vor, das wäre weiß. Das ist ja nur mal zu gucken. Tatsächlich, es funktioniert. Also, es liegt nicht am Brett, dass man das Brett nicht drehen kann beim Mirage. Beim Mirage-Modulset. Das liegt einfach nur. Am Modul. Ach, ich muss die Züge nicht ausführen. Also, dann werde ich wohl machen, wenn ich das MM1-Modul bekomme, dann werde ich das hier reinmachen. Also das Mirage-Modul werde ich rausnehmen. Das ist jetzt das MM4-Modul. Und dann werde ich das MM1-Modul da reinmachen, weil man da das Brett drehen kann. Die Module, die ich drin hatte, ich hatte das mit ihm noch gar nicht ausprobiert. Da hatte ich. Da hat das nicht funktioniert. Da konnte ich E2, E4 eingeben, aber sonst auch nichts. Ja gut, man hat natürlich kein Feedback, wenn man die Züge eingibt, aber es geht. Und die gegnerischen Züge muss man nicht eingeben. Das ist wirklich praktisch hier. Clear. So, das soll es auch für das Video schon gewesen sein. Ich freue mich schon auf mein MM1. Er wird im Mirage ein neues Zuhause finden. Vielleicht besorge ich mir irgendwann ein Mobil. Interessant finde ich übrigens, dass es vom Mobil zwei verschiedene Versionen gibt. Einmal die Version ohne Display, die für mich keinen Sinn ergibt, weil du kannst nur den Mirage reinmachen. Und aber mit Display. Ich hatte damals die Version mit Display. Da kann man auch MM4, MM5 Rebell ranmachen. MM2 geht nicht in den Mobil. However. Ja, das ist interessant. MM4 geht in Mirage.
dass ich da gar nicht drauf gekommen bin. Wahrscheinlich habe ich nach MM2 und Roma gar nicht mal ausprobiert. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.